Ja, und dann bleiben wir weiter nachrichtlich unterwegs und schauen auf eine andere ziemlich satte Zahl, mal weg von den Millionen. Jetzt sind wir einfach im dreistelligen normalen Bereich und zwar bei Punkten. Also gucken Sie mal, normalerweise sind ja bei 8 Punkten die Führerscheine weg, aber es hat ja einer geschafft, ein Berufskraftfahrer 373 Punkte zu sammeln. Eben aufgrund seiner Verfehlungen hat er nicht nur den Führerschein jetzt los, sondern eben auch das Urteil kassiert, dass er hinter Gitter muss. Und zwar für 9 Jahre. Das hat das Landgericht Frankenthal in einer Berufungsverhandlung entschieden. Immer wieder war der Berufskraftfahrer mit einem ungültigen italienischen Führerschein unterwegs, da dies erst später ans Licht kam, entstand eben so die extrem hohe Punktzahl in Flensburg. Ob die Verteidigung von Andrei S. in Revision geht, das ist noch unklar. Das Urteil ist jedenfalls noch nicht rechtskräftig. Und darüber sprechen wir mit Marietta Markova, Fachanwältin für Verkehrsrecht. 9 Monate Haft. Wie beurteilen Sie das Urteil und vor allem war es auch so zu erwarten? Beim ersten Mal haben wir tatsächlich erwartet, dass eine Strafe ohne Bewährung kommt. Das war nicht der Fall, also sprich das Urteil beim Amtsgericht. Jetzt wurde das Urteil doch geändert und die Bewährung wurde aufgehoben. Eigentlich droht dem Verurteilten in dieser Angelegenheit nichts weiter. Der kann jetzt natürlich kämpfen in der nächsten Instanz, dass das Urteil aufgehoben wird, dass er tatsächlich seine Strafe auf Bewährung ausgesetzt bekommt. Mhm. Allerdings ist es wird es schlimm für ihn werden, wenn das Urteil rechtskräftig wird oder wenn es bestätigt wird in der Revisionsinstanz, denn er hat ja noch eine weitere laufende Bewährungsstrafe. Und da wird die Staatsanwaltschaft mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einen Antrag auf Widerruf der Bewährung stellen. Und wenn das Gericht dann in diesem Fall auch entscheidet, dass die Bewährung widerrufen werden soll, dann hat er eine noch längere Haftstrafe vor sich. Wie sähe die dann aus, denn diese Bewährungsstrafe, die beläuft sich ja auf 8 Monate. Aktuell heißt es 9 Monate Gefängnis und eben noch gibt diese Bewährungsstrafe. Also addiert sich das dann oder wie verhält sich das? Das addiert sich nicht summarisch, mathematisch, sodass man auf 17 Monate kommt, sondern man bildet eine sogenannte Gesamtstrafe. Die muss auf jeden Fall länger sein als die 9 Monate, also als die Strafe, also als die Mindeststrafe von beiden Urteilen, aber auch nicht, wie gesagt, es darf auch nicht 17 Monate quasi die Summe von beiden Gesamtstrafen, von beiden Strafen bilden. Mhm. Also mit 1 Jahr oder 14 Monate darf man auf jeden Fall rechnen. Es ist ja eine Berufungsverhandlung jetzt gewesen, aber die Verteidigung kann trotzdem noch in Revision gehen, also obwohl es ja schon eine Berufung war, denn woran liegt das? Das liegt daran, dass, also an wie das Rechtssystem eben aufgebaut ist, wäre die erste Instanz das Landgericht, also sprich das Gericht jetzt, dann wäre es, gäbe es nur die nächste Instanz, die Revision. In diesem Fall war die erste Instanz das Amtsgericht, deswegen kommt auch die Möglichkeit, eine Berufung beim Landgericht machen und dann auch Revision beim Oberlandesgericht. Mhm. Und bei der Revision wird aber geprüft, nicht nochmal das ganze Verfahren, also sprich, es findet keine Beweisaufnahme statt, sondern es wird geprüft, ob das Urteil, was jetzt eben gefallen ist, ob das irgendwelche Rechtsfehler beinhaltet und ob das Gesetz richtig angewandt wurde. Ja, aus Ihrer Erfahrung heraus, aus der langjährigen, wie wahrscheinlich ist es, dass eine solche Revision dann erfolgreich ist? Mich persönlich würde es überraschen, wenn jetzt das Urteil nicht standhält. Allerdings werden wir immer wieder überrascht. Tatsache ist, dass in der zweiten Instanz jetzt noch mal genauer überprüft wird, ob eine positive Prognose tatsächlich liegt. Das ist ja auch die Voraussetzung für die Bewährung. Und das Gericht ist hier zu dem Ergebnis gekommen, das liegt es nicht. Und wenn jetzt keine starke Verstoße gegen logische Denkgesetze vorliegen, dann dürfte das Urteil eigentlich nicht aufgehoben werden. Spannende Sache, bleibt es auf jeden Fall. Wir bleiben da dran, ob es eine Revision gibt, Frau Markova. Erstmal herzlichen Dank für die Einordnung. Ja.